Ground & Pound TV, Marc Bergmann vor Ort bei der Salzburger MMA Challenge. Und bei mir steht nun Fabian Gashi, der soeben den ersten Titel seiner Karriere gewinnen konnte. Vielleicht können wir mal drauf schwenken. Ist der Cage XFC Europameistertitel. Und ja, Fabian, war ein harter Kampf. Ja. Hier hast du einen schönen Gürtel. Wie fühlst du dich denn jetzt? Ich fühle mich einfach, das ist unbeschreiblich. Das harte Training hat sich wirklich ausgezahlt. Ich bin für jede Sekunde vom Training dankbar. Und jetzt bin ich froh, dass ich da bin. Ja, du hattest einen sehr, sehr harten Kampf. Die erste Runde sah es nicht ganz so gut aus für dich. Da hatte der Gegner sehr, sehr viel Druck gemacht. Ja. Bist in der zweiten aber stark zurückgekommen. Was hat es denn dich gekostet, da dich durchzubeißen und ja, in der zweiten nochmal alle Kräfte zusammenzunehmen? Ah, ich habe die ganze Zeit meinen Vater schreien gehört. Und das hat mir so viel Selbstbewusst gegeben, dass ich einfach durchgebissen habe. Und natürlich das Konditionstraining hat sich auch ausgezahlt. Du hattest ja sehr, sehr viele Fans am Ring, die Halle hat gekocht. Bist du hier so eine Art Lokalmatador, kann man das so sagen? Das haben sie schön gesagt. Wer weiß, vielleicht, ja. Kann gut sein. Jetzt gab es da ja, eine seltsame Situation in der zweiten Pause. Dein Gegner ja, wollte scheinbar nicht antreten oder war noch nicht bereit anzutreten. Die Pause war sehr, sehr lang. Was ging dir da durch den Kopf? Ich dachte mir, der soll einfach weitermachen, nicht herumrennen. Nicht herumweinen. Aber naja, es hat sich zum Guten gewendet und ich bin froh, dass ich hier bin. Warst du erstaunt, dass sie den Kampf nochmal angepfiffen haben und nicht direkt abgebrochen wurde in der Pause? Ja, in der ersten Runde war mein Selbstbewusstsein am Boden. Dann ab Ende der zweiten Runde ist es wieder nach oben gegangen. Nein, ich meine, warst du erstaunt, dass es nochmal zu einer dritten Runde kam, weil dein Gegner ja, ja völlig am Ende war? Ja, ich war schon erstaunt. Ich dachte mir, jetzt ist es vorbei. Naja, die dritte Runde war trotzdem kein Problem mehr. Da hast du den Sack dann ganz schnell zugemacht. Fabian, in diesem Sinne, vielen Dank für das Interview. Feier deinen Gürtel schön und ja, viel Erfolg in der Zukunft noch. Danke. Danke.